Hallo, 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 hier ist wieder Shogi Noki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das da ist der Till von Till und sein Vlog, auch hier auf YouTube zu sehen. Und heute haben wir den 15. Juli und am 15. Juli hat wer Geburtstag? Alexander Frei. Alexander Frei, da ist er. Klasse. Ja. Mein Jahrgang. Was denn für ein Jahrgang? 79. 79er ja. Jahrgang, Alexander Frei und der ist ja Fußballer. Das ist ein Fußballer, Schweizer. Deshalb weiß ich unheimlich viel über ihn. Gronix nämlich. Genau. Gronix. Alexander Frei ist Fußballer aus der Schweiz und richtig gut. So, und jetzt kommen wir zu meinem Thema. Happy Birthday. Am 15. Juli ist auch das erste Mal die Documenta ausgestellt worden, sozusagen. Also die Documenta hat eröffnet und das war 1955. Und da war das erste Mal Kassel, glaube ich, im Ausnahmezustand. Und seitdem alle, wie viele Jahre? Alle 2 Jahre oder alle 3 Jahre? Oder alle 4 Jahre? Oh, fragst du mich wieder was? Auf jeden Fall nicht jedes Jahr. Ja, das ist die Documenta in Kassel, 1955, das erste Mal am 15. Juli. Und was auch noch am 15. Juli war, war was Musikalisches. Was Musikalisches, und zwar die Beatles. Mhm. Nummer 1. Einen halben Monat lang. Na, was? Paperback Writer. Kennst du das Lied? Ja. Sing mal. Nein. Paperback Writer. Right. Egal. Ja, das war das Lied. Ich glaube, das hat jetzt trotzdem kein Mensch erkannt. Doch. Also, wenn ich was kann, dann kann ich singen. Und am 15. Juli, da ist auch am Klondike River, am Klondike River waren die ersten Goldfunde und das war 1879 auch wieder 79. Ja, aber 1879. Ja, das macht ja nichts. Also 100 Jahre vorher. Ja. Also vor, wie heißt der Frei nochmal? Alexander Frei. 100 Jahre vor Alexander Frei waren am Klondike River die ersten Goldfunde. Da ist der Goldrausch losgegangen da. Und dann sind die alle kollabiert und haben Gold gesucht da in diesem Fluss. Ja, das war am 15. Juli. Reich geworden sind nur wenige. Bis keine. Aber auf jeden Fall nicht glücklich. Aber die, die kein Gold gefunden haben, sind glücklicher geworden, würde ich sagen. Das war sozusagen der Spruch des Tages. Wow. Ja, das war Shogi bei Noki Daily, dein tagesloses Angeberwissen heute mit Till von Till und seinem Vlog. Geht auf seinen Kanal, schaut euch den an. Und morgen geht's wieder weiter mit Daily. Cheerio, Miss Sophie.